De Kinderassurier zorgt zijn de troepen in Sankt Michael samen. Dan zwangt ziekten gingen over die broeken van Sankt Michael. Zo krijgerseite ging Messina over den Tenaro om die Piedmontese aanzugrijven. Alleen Colli, dat das gefährlichste seiner Stellung einser, verließ den Zusammenfluss der beiden Flüsse und sorgt voran, selbst in Mondovi Stellung zu nehmen. Durch Zufall befand sich gerade in denselben Augenblick als der General Zerruja über die Brücke. Er verrückte mit seinen Truppen vor St. Michael. Er machte Halt, er ging ihm mit überlegener Macht entgegen und zwang ihn zum Rückzug. Zerruja würde sich jedoch in St. Michael gehalten haben, wenn eines von seinen leichten Infanterieregimentern sich nicht mit Plündern abgegeben hätte. Der französische General rückte dann 22. über die Brücke von Tore von und zog sich nach Mondovi. Colli hatte dort bereits einige Redouten eingelegt und förmlich Stellung genommen, nämlich mit seinem rechten Flügel in Notre Dame de Vico und mit seinem Zentrum in der Vico. Noch an denselben Tag nahm Serruier die Redoute von der Vico und entschied damit das Schicksal der Schlacht, welcher man den Namen der Schlacht von Mondovi gegeben hatte. Der General Stenger hatte sich in der Ebene mit etwa 1000 Mann so weit entfernt und wurde von den Piemontesern, die doppelt so stark wären als er, angegriffen. Er traf alle Anstalten, die man nur von einem wollenden General erwarten konnte. Und bewerkstelligte gerade seinen Rückzug gegen seine Bestärkungen, als er bei einem Angriff einen rötlichen Säbelstich bekam. Der General Murat trieb die Piemontese an der Spitze der Kavallerie zurück und verfolgte sie nun wiederum von seiner Seite einige Stunden lang. Der General Stengel, ein Alsacer war ein vortrefflicher russischer Offizier, hatte unter de Maurier in den nördlichen Feldzug gedient, war gewandt, verständig, rasch. Er vereinigte die Eigenschaften eines jungen Mannes mit jenen des hohen Alters. Er war ein Wehrer. Vorpostgeneral. Zwei oder drei Tage vor seinem Tode war er der Erste gewesen, der in Le Seigneur eindrang. Einige Stunden nach ihm kam dort der französische Obergeneral an und alles, was man auch so wünschen hatte, war bereits vorhanden. Die Engelpark. Die Führten waren schon unter Zugführung bestellt, der Befehler. Der Postmeister war heute ein Verständnis mit den Einwohnern angeknüpft. Spione waren nach verschiedenen Richtungen hin ausgeschickt, die Briefe auf der Post in Beschlag genommen und diejenigen, woraus man nützliche Nachrichten sehen konnte, überfest erklärt. Sogar alle Maßregeln waren genommen und Magazin von Lebensmitteln zur Erfrischung der Truppen anzulegen. Zum Unglück hatte Stengel ein kurzes Gesicht, was beim Soldatenhandwerk ein wesentlicher Fehler ist. Dieser unfälliger Umstand, wie er sagte, seinen Tod nach der Schlacht von Mondovi, marschiert der Obergeneral gegen Cherasco, Serruio sorgte gegen Fossano und Ogero gegen Abbe. Diese drei Kolonnen sorgen am 25. April zu gleicher Zeit in Cherasco, Fossano und Alba ein. Das Hauptquartier von Colli war in
voor Sano nog kranden Salbentage aan, welkem ze ruier in de rasweer trieb. Carrasco aan der mond druk der stuur und des trainare war fest, aber schlägt mit waffen. Und gar nico mit proviante versegen, weil es kein kranzplatz war. Der französische General hielt es für einen sehr richtigen Vorteil, diesen Platz in seinem Besitz zu haben. Er traf der Kanonen an und ließ tätig daran arbeiten, den Platz in Verteidigungsstand zu setzen. Der Vortreiber ging über die Stor und rückte noch weiter, als er das Städtchen verwirrt. Während der letzten Zeit hatten wir durch die Vereinigung mit Serrurier das Mittel erhalten, mit Ritze über Ponte Dinava zu kommunizieren. Wir bekamen von dort Artillerie und alles, was man hatte, verfertigen können. Man hatte in allen dann mein Kölei gefechten, viel Kanonen und Pferde weggenommen. In der Ebene von Mondovi habe man auf allen Seiten Pferde aus. Wenige Tage nach der Besetzung und Carrasco besetzte die Armee 60 Stunden geschossen mit einem Zugehör. Die Kavallerie erhielt Remontepferde. Die Soldaten waren während der Akte oder 10 Tage dieses Feldzug aller Austeilung von Lebensmitteln beraubt gewesen. Aber jetzt fingen sie an, dieselben regelmäßig zu erhalten, die Plünderung und die Unordnungen, welche gewöhnlich mit rechten Bewegungen verbunden sind, hörten auf. Die Mannzugriff wurde wieder hergestellt und alle Tage bekam die Armee ein anderes Einzeichen. Mitten unter diesem Überfluss und Vermögen der Hilfsmittel, die dieses schon in der Verdabung. Was man verloren hatte, wurde wieder herbeigeschafft. Durch die Rechtzeit der Bewegungen, durch die Heftigkeit der Truppen im Eingriff und besonders durch die Versicherung, sie beständig dem Feind in Greiker und bisweilen unüberlegener Anzahl entgegenzuführen, nebst den beständigen Vorteilen, die man erfochten hatte, waren viele Menschen geschont worden. Überdies kamen die Soldaten durch alle Pässe des Landes aus allen Depot, aus allen Spitälern, auf die bloße erste Nachkrieg vom Sieg und von dem Überfluss, der bei der Armee herrschte. Mein Feind in Piemont, alle Arten von Feinden, die von Montferrat liegen, den Französischen. Die Schöpferte Mangel in der französischen Armee so groß gewesen, dass man es kaum wagen konnte, eine Beschreibung davon zu machen. Seit mehreren Jahren erhielten die Offiziere Nicomers alle 8 Franken monatlich. Und der Generalstab war ganz unberitten. Der Marschall Berthier hat unter seinen Papieren ein Tagsbefehl von Albinge aufbehalten. War in jedem General eine Vergütung von 3 Louis d'Or eingewiesen war.